Schönen guten Morgen, Freunde. Was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einem neuen, fast auf die Fresse gefallen Video. Es ist 7 Uhr morgens, deswegen sehe ich noch etwas müde aus. Und ich bin gerade hier unterwegs. Die Familie schläft noch. Die schläft meistens so bis 9.30 Uhr. Ja, ist ja Urlaub. Und wir sind ja nicht nur hier wegen Dubai, sondern nehmen natürlich auch noch so ein bisschen die Möglichkeit mit, verschiedene Menschen hier zu treffen. Freunde, Bekannte. Den Ben Watara habt ihr schon gesehen. Den besuchen wir heute Mittag wieder. Und jetzt gerade bin ich auf dem Weg zu Dirk Kräuter. Der wohnt ja auch in Dubai. Um genau zu sein, wohnt er irgendwo da oben drin. Und ich habe ihn gestern gefragt, ob er Bock hat, was zu machen, ob er Zeit hat. Und Dirk steckt gerade in der Vorbereitung der Vertriebsoffensive und so weiter. Hat aber dann trotzdem gesagt, hey Kelvin, klar Mann, lass was machen. Und was ich so schätze auch an Dirk ist, er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, lass uns irgendwie Content-Videos produzieren, um gegenseitig wieder darauf hinzuweisen und Traffic und was weiß ich. Gar nicht. Ich war eher derjenige, der gesagt hat, ey, wollen wir ein Video machen? Und er dann so, hey, lass uns einfach eine coole Zeit hier verbringen und so weiter. Klar, gerne ein Video machen. Und dann sagt er so, ich habe eine Überraschung für dich. Und bei Dirk, ich glaube, der hat neuerdings sogar in seinem Instagram-Profil drinstehen, Adrenalin-Junkie. Ich habe das irgendwo gelesen. Und ich bin ja genau das Gegenteil von Adrenalin-Junkie. Oh, warte mal, hier werden gerade die Straßen gereinigt. Und dann habe ich erstmal so zu ihm gesagt, ey, warte mal, Dirk. Weil er hat gesagt, so, ich habe eine Überraschung für dich, 2 Stunden, so, und brauchst vielleicht eine Jacke, kommst aber nicht in den Schwitzen. Ey, und ich so, ey, ich spring nicht aus dem Flugzeug, ich seil mich keine Wände irgendwo ab. Alter, ich muss jetzt schon wieder aufs Klo, nur wenn ich dran denke. Das ist für mich das Schlimmste. Und er hat mich dann aber beruhigt und hat gesagt, nee, alles cool. Wir nehmen uns jetzt glaube ich, so E-Roller. Ich musste dann die Überraschung aus der Nase ziehen. Aber das geht nicht. Der Dirk ist, der ist zu brutal. Da weißt du nicht, was kommt. Deswegen, ich glaube, wir fahren jetzt mit so E-Rollern ein bisschen durch die Gegend. Ja, da freue ich mich drauf. Heute Morgen haben wir ein paar Wolken. So geil. Hey, und noch was, Freunde. Ich habe ja meine große Kamera dabei. Ich habe sie schon so oft wieder zur Seite gelegt. Also ich habe gestern meine Tochter ein bisschen fotografiert, meine Familie, also so bei People-Aufnahmen. Ohne Scheiß habe ich keinen Bock auf iPhone. Da kommt es einfach nicht mit so. Aber bei so alltäglichen Landschaftsaufnahmen habe ich schon so oft die große Kamera zur Seite gelegt, weil es einfach der Wahnsinn ist, was mit dem Handy geht. Bei so People sieht es ganz anders aus. Oder bei noch krasseren Landschaftsaufnahmen, ne? So mit Stativ, Langzeitbelichtung und so. Da ist dann mit dem iPhone auch irgendwann mal Schluss. Merkst du halt, ne? Sobald es irgendwie ein bisschen professioneller wird, mit manuellen Kameraeinstellungen und alles, ja. Aber ich habe jetzt auch wieder nur Handy dabei. Und die Legria-Kamera hier. Wow. Ist jetzt 26 Grad. Ja, mal gucken, ob ich später noch ein bisschen was einfange. Ich denke schon, dass ich noch ein paar Sequenzen hier jetzt gleich bringe. Aber das war jetzt einfach mal so ein paar Erinnerungen, Worte an mich selbst. Weil wie ihr wisst, das ist ja sozusagen mein Tagebuch. Ja, mal gucken, wie lange das hier noch geht. Mal gucken, wie lange es noch geht. Ich habe Bock drauf. Ja, selbst Freunde, mit Zugangscode war das unheimlich schwer hier reinzukommen. Überall Securities. Aber jetzt sind wir... Oh, jetzt gehen wir mal in die Lobby rein. Aber da filme ich nicht, ist mir zu heiß. So Freunde, jetzt wo der Dirk da ist, traue ich mich auch mal hier eine Videosequenz zu machen. Der hat hier so 2 geile Mini-Ferraris. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Guck mal, wo der wohnt. Guck mal. Alter. Ey, wer es dahin geschafft hat, bestimmt unbezahlbar das Ding. Keine Chance. Oh, oh, Freunde, oh, oh. Oh, oh, wow, das ist
einhändig ganz schön gefährlich. Hier, wow, 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 wow. Nicht so schnell, nicht so schnell. So, Freunde, wir sind jetzt hier, Business Bay heißt die Area. Und ganz wichtig, bei dem Steigenberger, da unten drunter, da gibt es ein Brothaus. Eine deutsche Bäckerei, sagt der Dirk. Das ist so ein bisschen wie in der Mall, der Kebab, der deutsche Döner. Was ist das für ein Geräusch? Hey, da haben die einen Wasserfall an der Brücke. Das ist eine ganz normale Autobrücke. Und der Dirk sagt, nachts wird er rosa beleuchtet. Das ist so geil, ey. Rosa, ja, rosa. Deswegen mag ich den Dirk so. Guck mal, wo er mich hingeführt hat. Einfach so, ja, das ist geil. Das war eine gelungene Überraschung. Ah, die Temperaturen, Freunde, die Temperaturen. Oh. 80. Stock, Dirk? 80. Stock, da vorne, ja. Mit dem Blick hier runter auf den Springbrunnen. Dirk, ich nenne mal drei Dinge, wo ich sage, das ist an Dubai sehr geil und du ergänzt, ob du das bestätigen kannst. Als erstes, klar, Wetter. Unglaublich, 300 Sonnentage im Jahr, 300 Sonnentage ist super. Im Sommer ist es ein bisschen warm, muss man mögen, aber das ist wie in Deutschland, wenn es dann irgendwie mal minus 10 Grad im Winter sind, gehst du ja auch nicht draußen raus. Du hast aber auch gesagt, es geht einem schon, ne? Du hast es 44 Grad, hast du ja geschrieben. Das, irgendwo. Das höchste, was ich je hier hatte, war 44 Grad. Okay. Zweiter Punkt, weißt du, bestimmt null Kriminalität, ja, und alles irgendwie nette Menschen. So. Ja, stimmt beides. Null Kriminalität. Du lässt, was weiß ich, du lässt in einem Lokal dein Handy auf dem Tisch liegen, gehst zur Toilette, triffst einen Freund, verquatscht dich, kommst nach einer Dreiviertelstunde wieder, dein Handy liegt da. Es kommt nicht weg, hier kommt nichts weg. Die Leute schließen ihre Apartments nicht ab, ja, sie schließen ihre Autos nicht ab. Wozu? Ey, das hat der Ben gestern gesagt. Er hat gesagt, er bestellt immer Essen und so. Und dann sage ich, ja, was ist, wenn du da bist? Nee, der bringt es dann in die Wohnung. Sag ich, wie? Sagt er, schließt du nicht ab? Sagt er, nee, ich habe meine Zeit, ich hier bin noch nicht einmal die Wohnung abgeschlossen. Ja, du lässt die Putzfrau oder die Putzmänner, lässt du deine Wohnung putzen. Du weißt, es ist nachher noch alles da, wo es hingehört. So. Und dritter Punkt, ich sag, du hast hier alles. Also es gibt nichts zu vermissen. Viele sagen immer vielleicht, klar, Wald. So, also der typische deutsche Wald, ja, mit dem Knistern unter den, ja, Füßen. Deshalb meinst du. Aber ansonsten, du hast alles, ne? Ja. Geschäfte, ja. Du hast alles. Du hast Kultur, du hast hier alle Kinofilme, du hast Oper. Wir sind jetzt genau gegenüber von der Oper. Also es gibt hier alles und es gibt hier einfach nochmal 100-mal mehr Dinge als in Deutschland. Ja. Geil. Dirk, vielen Dank für diesen tollen Trip hier. Ah, ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Warte ab, wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir können noch was machen. Ich bin gespannt. Ey, Dirk, das ist doch nicht fair. Da wohnt er, da arbeitet er einfach mal so. Ja. Hör doch auf. Ey. Komm, das ist der schönste Raum. Oh. Oh. Oh, ist das geil. Oh. Also, wenn ich hier wohnen würde, dann würde ich ständig da hinten Basketball spielen. Oh. Oh. Oh, Freunde, vielleicht hört ihr es. Heute ist so ein richtig geiler Wind. Das tut so gut. Und hey, ich habe jetzt 2,5 Stunden mit Dirk verbracht und ich habe gefühlt, erlebt in diesen 2,5 Stunden, wie wenn ich schon 3 Tage hier wäre. Alter, mein Gehirn platzt bald. Das ist so krass. Also ohne Witze. Ich werde immer mehr Fan von Dubai und ich bin es ja eh schon. Naja. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Für mich geht es jetzt wieder zurück zur Family. Es ist jetzt 10.11 Uhr und dann gucken wir mal, was der Tag noch bringt. Schon so viel erlebt
Und es ist gerade mal 10.11 Uhr. Wahnsinn. Also, abonnieren nicht vergessen. Morgen kommt wieder ein neues Video.